Meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei Games und Rahmen. Uhuhu. Mit dabei, ja, wieder der Bo. Und der Sad. Genau, und endlich geht es weiter, denkt vielleicht der eine oder andere, mit der Metal Gear Folge. Oh ja. Ich doch jetzt ein bisschen lang hängen. Voll. Aber noch schnell eine Anime Folge müssen dazwischen hängen, weil gerade Season Wechsel gesehen ist. Aber ja, jetzt sind wir bereit, nochmal so einen, wie sagst du, so einen Top-Stünder. Vielleicht geht es für das mal schneller, hoffe ich. Ja, nur mal. Ja, wo sind wir zuletzt stehen geblieben? Ich muss auch noch schnell überlegen. Nein, wir sind dort gewesen, nachdem wir fertig gefoltert worden sind und haben können flüchten. Und dort der Wolfshöhle sind mit dem Sniper-Wolf-Hals durch. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Kommunikationsturm A. Und jetzt sind wir, haben wir zu einem Treppenhaus. Und sobald du dort Treppenhaus hochgehst, löst es einen Alarm aus. Unterwegs müssen wir schnell in einer Kiste ein Seil auflesen. Das braucht man unbedingt später. Nachdem der Alarm losgeht, heisst es erstmal den Kommunikationsturm aufsäckeln. Das geht gar nicht so schnell, weil es sind 20 Etagen, die man da aufsäckeln müssen. Währenddessen kommen viele Soldaten von hinten und auch immer wieder ein paar von vorne, wo dich unter Beschuss nehmen. Und da gibt es zwei Varianten, also die ich kann, zumindest, um das erfolgreich zu meistern. Variante 1 ist, sobald vorne ein Gegner auftaucht, abschießen. Und wenn sie von hinten aufholen, auch abschießen. Möglichst schnell, wenn sie an dich herkommt, fangen sie dich auch mit dem Gewehr schlagen und dann gehst du auch schnell wieder an den Boden und schießen auf dich und so. So anders. Und du kannst, ja, und du kannst nicht einfach stehen bleiben und schießen, bis alle tot sind, weil es kommt unendlich Nachschub. Das heisst, möglichst schnell einfach den Turm aufsäckeln, bis zur Oberstunde alles, was auf den Weg kommt, abballern. Oder Variante 2, ein bisschen eleganter. Du musst ungefähr jedes dritte Stockwerk so eine Stun-Granate rühren, so einen Flashbang. Weil das verursacht dann, dass die Soldaten, die vor dir sind und die hinten nachher kommen, auch wenn sie noch nicht siehst auf dem Bildschirm, wie sagst du, flashbanged sind. Quasi. Und eben, wenn das etwa alle drei Stockwerke so einen Granate schmeißt, dann sind alle kommenden Soldaten im Tour-Stunlock quasi. Und du kannst so, ohne müssen nervig zu kämpfen, den Turm aufsäckeln. Variante 1. Habe ich auch so gemacht, aber ich habe nicht mehr gewusst, dass es eine Variante 2 gibt. Sonst hätte ich es ehrlich gesagt, glaube ich, mit Variante 2 gemacht. Ich bin zu faul, sonst. Oh nein, alles kaputt machen. Ich wollte nicht geflashbanged werden. Ja, und da oben nachher auf dem Turm nachher treffen wir auch schon wieder auf den Liquid Snake, der im Hind-Helikopter innen sitzt und uns begrüßt. Und das schießt dann auch schon die Verbindungsbrücke, die zwischen Turm A und Turm B ist, kaputt. Und fährt uns auch von unter Beschuss zu nehmen. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als mit dem Seil, das wir hoffentlich am Anfang aufgelesen haben, uns auf der Seite vom Turm möglichst schnell abzuseilen. Wie so einen professionellen Kletterer, weißt du, so da, wo da von der Wand abstoßt mit den Beinen und dich schnell so, so ein bisschen abseilen, bis wieder auf der Wand. Dann sollen wir den Tom Cruise machen. Ja, genau, den Tom Cruise. Und unterwegs ist ab und zu so Stahlträger, die so zur Stabilisierung vom Turm sind und musst übergumpen. Oder so Lüftungsschächte, wo heisse Dampfauslässe sind, wo du nicht reingumpen sollst, was dich sonst ein bisschen verbrennt und HP abzieht. Währenddessen hast du immer mal wieder einen MG-Beschuss vom Helikopter, den du auch ausweichen musst.
Aber irgendwann haben wir es dann wieder am Boden runtergeschafft. Da sind wir auch schon wieder beim Kommunikationssturm B angekommen. Und dort können wir dann endlich einen Stinger-Raketenwerfer auflesen. Heisst für Luftabwehr. Und dort hat es natürlich auch wieder ein Stegenhaus. Aber das Mal hat es auch einen Lift. Nur funktioniert der Lift nicht. Habe ich zuerst die Treppe wie beim anderen Turm hochgehen. Aber irgendwie nach zwei Stockwerken sind so Kisten auf der Treppe, die versperrt. Da denkst du, okay, gehe ich halt wieder zurück. Und du hast gesehen, die Stege ist auch runtergegangen, dort, wo der Lift blockiert war. Dann gehst du die Stege noch weiter runter. Und dort ist dann irgendwann zuunterst auch die Treppe zerstört. Aber nachher, wenn du wieder raufsäckelst, weil du denkst, unten komme ich nicht weiter, oben komme ich nicht weiter, gehe ich nochmal schauen, vielleicht ist ja, habe ich etwas da oben übersehen, dann triffst du ihn auf den Otakon. Und er sagt, er sei gefahren, er hat noch mit dem Lift gefahren, das hat funktioniert und so, er versucht ihn mal zu reparieren, dass wir ihn wieder brauchen können. Don't shoot! It's me, don't shoot! It's me, Snake! Otakon, how'd you get here? It wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck. Thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before I don't want to hurt anyone. I don't want you to either. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Zwischenzeit gehen wir nochmal die Stege ein bisschen weiter runter und komischerweise sind dann die Kisten nicht mehr auf der Treppe, die uns den Weg versperrt haben. Also ja, umso besser für uns. Da können wir also wieder das ganze hohe Treppenhaus hochlaufen. Du musst dabei aufpassen. Ab und zu hat es am Ende von einer so einer Treppe in einem Stockwerk so Selbstschussanlage, wo wir entweder zerstören oder wieder mit der Jeff Grenade ohne die, wie sagst du, Störgranate außer Gefecht setzen, bis wir dann auf dem Dach angekommen sind. Und dort wartet dann auch schon der nächste Bosskampf auf uns. Und zwar ist natürlich der hure Hind-Helikopter mit dem Liquid drinnen nach wie vor in der Luft. Und er redet uns dann noch an und irgendwie nennt uns Bruder und er sagt unser Schatten. Und wissen wir aber noch nicht genau, was das
soll heissen. So, the snake's finally come out of his home. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. What? Ask the father that you killed. I'll send you to hell to feed him. Auf jeden Fall, wie wir den Bosskampf uns auf dem Dach so hinter der Deckung verstecken, während er wieder mit dem Maschinengewehr uns unter Beschuss nimmt vom Helikopter aus. Dann wechselt er ständig Position. Da können wir ein bisschen auf unserer Minimap sehen wir ein bisschen den Helikopter am Rand und wir entsprechend einschätzen, wo er ist und entsprechend unsere Position auch wechseln, damit wir immer irgendwo in Deckung sind und nicht plötzlich angeschossen werden. Nebenbei immer mal probieren, wieder irgendwo vorzukommen, das Dinger vorzunehmen und den Heli probieren, wie sagst du, Lock-on, damit wir ihn anvisiert haben und dann können Raketen schiessen. Und dort ist es noch von Vorteil, dass ein Anvisierungssystem funktioniert auch durch unsere Deckung durch. Das heisst, auch wenn der Helikopter von der Deckung verdeckt ist, können wir ihn schon mal anvisieren. Und sobald er dann hinter der Deckung vorfliegt und wir nicht zu langsam sind und die Visierung verpeilen, können wir ihn dann gerade losschiessen. Was auch von Vorteil ist, weil ab und zu fliegt er auch unterhalb vom Turmspitz. Da ist er quasi unter dem Boden von uns aus gesehen. Und können wir so trotzdem erkennen durchs Zielvisier durch, wo er ungefähr rumfliegt und dass er uns nicht überraschen kann. Ja, und so nachdem wir ein paar von diesen Raketen auf ihn geschossen haben und er auf 50% ist, kommt dann auch Phase 2. Dort, lockt er uns so ein bisschen aus der Deckung raus, weil er dann fast permanent unterhalb von der Turmspitze fliegt und wir ihn nicht beschießen können. Das heisst, wir müssen selber irgendwo aufs Geländer hergehen und ihn möglichst schnell anlocken und abschiessen. Währenddem der er auch anfängt, ab und zu mal einen Raketenbeschuss zu machen, sobald so ein bisschen, also wir gekürzten so vorankündigen, weisst du, dass sie auch jetzt kommen dann wieder Raketen zu fliegen und dann auch schnell wieder in Deckung gehen, dass man da nicht drunter kommt. Und irgendein ist dann, haben wir den Heli abgeschossen und er stürzt aber, der Liquid schreckt noch. Und ja, das ist dann vielleicht das Ende vom Liquid, hoffen wir zumindest in dem Moment. That takes care of the cremation. Und dann läutet auch schon endlich mal wieder der Otakon an und meldet, der Aufzug funktioniert wieder. Er weiss zwar nicht wieso, aber er geht wieder. Umso besser, damit wir nicht wieder alles runterlatschen, gehen wir in den Lift rein. Und dann kommt so ein Alarmton, weißt du, was sagt, dass der Fahrzeug überladen ist, der Aufzug überladen ist. Der erste Gedanke ist, sind wir so fett geworden? Dass wir nicht einmal mehr alleine in den Lift reingehen. Was ist los? Haben wir zu viel Equipment auf uns? Auf jeden Fall läutet dann der Otakon an, weil der Lift geht dann irgendwie gleich zu. Und dann reden wir mit dem Otakon und er sagt irgendwie, er hat uns noch vergessen zu sagen, eben, dass er noch gesehen hat, dass noch 4 weitere Tarnanzüge hat. Und er da mit seinem Tarnanzug unterwegs ist und hat eigentlich eine Welle noch für den Snake geholt. Aber als er zurückgegangen ist, sind alle weg gewesen. Also irgendjemand hat die Tarnanzüge aufgelesen. Und dass eventuell der Lift nicht kaputt ist, sondern absichtlich untergehalten worden ist. Mhm. Und sagen wir im Atacon, dass wir da Übergewichtswarnung im Lift hatten. Und dann rechnet der Snake schnell aus dem Kopf aus, wie viel Gewicht der Lift etwa mag verleiden, auf Personen umgerechnet. Das wären ungefähr 4 Personen, die er mag verleiden.
dann hat er ausgerechnet, das sind 4 Tarnanzüge, die verschwunden sind. Plus noch er im Lift. Das könnten 5 Leute sein, die jetzt im Lift drin sind. Und der Otacon gibt ihnen noch die Warnung raus. Und ja, das ist tatsächlich so. Wir sind nicht alleine im Lift gesehen. Und das sind 4 weitere unsichtbare Elite-Soldaten, die nicht gerade freundlich gesinnt sind. Da heisst es, möglichst schnell Thermalsichtbrille anzulegen, weil dann sehen wir sie trotz ihren Tarnanzügen. Und müssen dann, ja, sie möglichst schnell unter Beschuss nehmen, während dann wir auf engstem Raum mit denen müssen kämpfen. Ja, natürlich haben wir sie dann besiegt, kommen aus dem Lift raus und betreten dann ein grosses Schneefeld. Kommen aber nicht weit, bevor wir schon unter Beschuss geraten, aber wir wissen nicht von wem und woher. Dann läutet uns der Otacon wieder an und informiert uns aber, dass es sehr wahrscheinlich Sniper Wolf wird sein mit dem Scharfschützengewehr, wo wir ja schon Bekanntschaft gemacht haben. Und er bittet uns, dass wir sie bitte sollen verschonen. Ja, weil er hat ein bisschen einen Narren an ihr gefressen, sagen wir so. Und klingt sich dann auch schon Sniper Wolf bei uns ins Gespräch rein, ins Funkgespräch, wo mitlässt und sagt, dass der Otacon sich nicht einmischen soll und dass das jetzt ein Kampf wird geben zwischen uns und ihre. Und das ist dann auch schon vom Bosskampf Sniper Wolf die zweite Runde. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please, she's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf! Snake, no! Quiet! Don't get in our way! Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Unser Sniper-Wolf ist am Ende vom Gelände und rennt dort immer wieder hin und her von links nach rechts und versteckt sich hinter den Bäumen. Und wir müssen eigentlich gleich wie im Teil 1, müssen wir uns irgendwo in Deckung verstecken, hinter einem so einem Schneehügel oder so. Einfach haben wir das mal ein grösseres Gebiet und mehr Deckungen, wo sie hat und mehr. Und jetzt haben wir auch wieder 2 Varianten, wie wir den Bossfight können bestreiten. Mit Variante 1. Wir sind versteckt hinter einem Hügel und kriechen damit so langsam führen. Schaut, ob wir irgendwo den Laser sehen von der Sniper Wolf. Und wenn wir ihn sehen, tun wir sie so schnell wie möglich anvisieren und schneller schiessen, als sie abdrücken kann. Was nicht immer so einfach ist. Aber so habe ich es gemacht. Und Variante 2, die gemeine. Wir gehen irgendwo in Deckung, nehmen unseren Nikita Lenkraketenwerfer führen, schiessen die Raketen ab und steuern sie gemütlich bis zu ihr. Ja. Und nach ein paar Raketentreffer, haben wir sie dann auch besiegt, so. Mhm. Und das ist das Ende von der Sniper Wolf. Vorne tun wir noch schnell ein paar Sachen einsammeln. Und dann habe ich herausgefunden,
dass wenn du an eine bestimmte Stelle hergehst, am Ende vom Gelände, und dich mit dem Rücken an die Wand herdrückst, so dass es eine Kameraperspektive ändert, dann siehst du ausserhalb vom Gelände, hat es so Tannenwald, und dort ist auf einer, so einer Tanne ein Fallschirm, wo drüber, wie sagst du, gelandet ist und der Tanne festhängt. Und telefonieren wir mit dem Colonel, und er sagt dann, also beziehungsweise wir röteln dann, ob das eventuell ein Fallschirm ist vom Liquid Snake und er nach dem Hind-Heli-Absturz noch am Leben ist unter Umständen. Ja, nachher gehen wir dorthin, wo wir Sniper Wolf besiegt haben, treffen sie auch, sie liegen am Boden, tödlich verwundet, hat noch ein längeres letztes Gespräch mit uns, hustet Blut zwischendurch. Sie hat einen Lungenschuss abbekommen. Sagt auch, aber wir können sie nicht mehr retten, so. Das ist quasi das Todesurteil. In dem Gespräch erfahren wir ein bisschen von ihrem Background, so ein bisschen, sie hat auch eine tragische Hintergrundgeschichte. Sie ist eine Kurdin, wo im Krieg aufgewachsen ist. Immer mal wieder am Morgen, wenn sie verwachen, sind wieder andere Leute, die sie gekannt hat, die nicht mehr am Leben gewesen sind und so, während die Regierung da unten nur zugeschaut hat und nicht geholfen, nicht eingegriffen und so, bis sie dann damals vom Big Boss aufgelesen und gerettet worden ist und nachher eine Karriere zu einem Sniper in seinem Dienst eingeschlagen hat. Ja, wir sagen dir auch noch ihren Dank, dass sie Meryl verschont hat. Und kommt dann auch noch der Otto-Kunde zu, die Zwischenzeit. Wo auch noch schnell offenbart, eben, dass er Sniper-Wolf liebt. Und ja, sie bittet den Snake dann noch als letzten Wunsch, dass er sie erlöst. Und das machen wir dann auch in so dramatische Szene, die wir sie dann von ihrem Leiden erlösen. I waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am long shot. You cannot save me. Please. Just finish me quick. I am a guard. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd? So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle scope. Now I could see war, not from inside, but from the outside, as an observer. I watched the brutality, the stupidity
of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale at some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please. Set me free. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Everyone's here now. Okay, hero. Set me free. Love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay, I'll be searching too. Yeah.
Und gehen wir auch weiter. Lesen dann unsere letzte Kartonschachtel auf. Kartonschachtel C. Und jetzt lösen wir auf, für was die Kartonschachteln sonst noch sind, als nur zum Verstecken. Und zwar hat es dort auf dem Schneefeld im Südwesten einen Lastwagen mit einer Ladefläche. Und wenn wir auf die Ladefläche drauf gehen und in eine von diesen drei Kartonschachteln einspringen, die mit Karton Box A beschriftet sind, Heliport, Box B Atomwaffenlager und Box C Schneefeld. Das heisst, wenn wir vom Schneefeld aus zum Beispiel Box A Heliport wie sagst du, über uns stülpen, dann kommt quasi jemand, der den Lastwagen auf Heliport überfährt und uns die quasi abliefert. Das ist quasi so eine elegant gelöste Schnellreisemethode, damit wir immer noch irgendwo zurückgehen, sei es jetzt um irgendwelches Equipment noch auflesen oder so, oder können wir so schnell von diesen drei Punkten hin und her reisen in Zukunft. Ja, und weiter geht's auch mit dem Part Kolosseum. Zwar gehen wir nicht richtig Kontrollraum. Haben dann entdeckt, dass unsere Rationen, die wir essen können, um wieder Leben generieren, eingefroren sind. Weil wir zu lange im Schnee draussen sind. Und das heisst, wir können sie nicht essen und unsere Gesundheit nicht heilen. In dem Moment. Und das ist auch wieder so ein kleines Gimmick, so finde ich, so lustig gemacht. Du kannst sie, entweder tust du die Ration ausrüsten, dass sie quasi in der Hand hast. Und gehst irgendwo in ein Gebiet, wo es warm ist. Und musst einfach genug lange so unterwegs sein. Und dann taut die Ration automatisch wieder auf. Oder wir können zum Beispiel ins Atomwaffenlager zurückgehen, aufs Herren-WC. Und mit der Ration ausgerüstet an Handtrockner gehen und so schnell die Ration wieder auftauen. Ja, und tschüss, wenn wir weitergehen, sind wir nachher im Hochofen unterwegs, ein Metallschmelze, wo viele so kleine Metallstege hast, wo du durchlaufst und unten dran siehst, sind Becken mit flüssigem Metall drin. Es hat immer wieder Wachen, die patrouillieren, Kameras, Rohrleitungen mit heissem Dampf, wo du vorbeilaufen und ab und zu ein bisschen timen, damit du nicht verbrannt wirst im falschen Moment, bis wir dort durch sind. Und dann treffen wir uns auf einen grossen Frachtaufzug, wo etwa so eine, keine Ahnung, 5x5 Meter Plattform ist, sagen wir mal, wo aber offen ist, hat nur so ein kleines Geländer ringsum. Und dann geht es so, weißt, so schräg ab, so ein bisschen an der Zahnradbahn in dem Moment. Nicht, wie sagst du, nicht senkrecht. Und dann hat dann auch so eine Zwischenetage, wo er anhaltet. Dort müssen wir umsteigen auf eine zweite Frachtlift. Dort dabei aufpassen, am Boden hat es zwischendrin noch Minen, wo man nicht sieht und könnte drüber laufen. Und auf dem zweiten Frachtaufzug ankommen, wenn er da wieder runtergeht, kommen, beziehungsweise springen dann plötzlich drei Soldaten auf die Plattform vom Lift und fangen uns dann auch anfangen angreifen. Und dort, um die loswerden, ist die einfachste Methode, dass du nur genug Rand hergehst und sie mit dem Judo-Wurf einfach aus dem Lift rausschmeissest. Judo-Wurf raus. Genau. Ja, am Ende vom Lift sind wir nachher im Warenhaus angekommen. Dann kommt dann auch wieder ein Anruf rein vom Master Miller. Und der informiert uns dann, dass Naomi gelogen hat, unsere Medical Chief Assistant oder was auch immer, wo für unsere Gesundheit zuständig ist, unsere Teamärztin, so. Und zwar hat er, ihre Sache, die sie in den letzten Funkgesprächen gesagt hat, über ihre Karriere überprüft und gesehen, dass einiges nicht stimmt und dass sie vielleicht irgendetwas mit dem Tod vom DARPA-Chef und dem Armstech-Chef, Präsident zu tun hat, die auch im Gespräch mit uns an so einem komischen Herzinfarkt gestorben sind. Snake. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure?
Don't worry, the monitor's off. Okay, what's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja, too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ja, und da kommt auch schon der nächste Bosskampf, der auf uns wartet. Und zwar mit dem Vulcan Raven. Der, wo wir am Anfang schon mal in einem Panzer begegnet sind. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the East flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muktuk eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Und ein bisschen mehr zum... Also Infos zum Raven, was mit dem auf sich hat. Er ist ein amerikanischer Ureinwohner. Aber eigentlich nicht ein Indianer, sondern ein Inuit. Und man erkennt ihn eigentlich an seiner Rabentätowierung, die er auf der Stirn hat. Und so Petroglyphen-Tätowierungen, die er auf dem ganzen Körper verteilt hat. Er ist als Schaman erzogen worden, hat eine so gute schamanistische Intuition und spirituelle Fähigkeiten. Ist ein Absolvent gewesen von der Universität Alaska.
und hat jedes Jahr am World Eskimo Indian Olympics in Fairbanks teilgenommen. Und ist dort Gewinner gewesen von mehreren Muktuk-S-Wettkämpfen und Ohrenziehen-Wettkämpfen. Und das gibt's tatsächlich in echt. Sowohl der World Eskimo Indian Olympics Event, als auch das Muktuk-Wettessen und Ohrenziehen-Wettkampf. Und zwar ist es so ein Wettkampf, wo es um Kraft und Ausdauer geht. Und wer sich fragt, was Muktuk ist, das ist Haut- und Blubbergewebe von Wale. Und Blubbergewebe, das ist im Prinzip so die oberste Fettschicht. Es klingt nicht gerade sehr appetitlich, absolut, aber es ist wirklich nicht etwas, wo Inuit ist. Unter anderem, weil das relativ hohe Vitamin C-Gehalt hat. Das haben auch die Europäer nachher gegessen, wenn sie auf damals, wie sagst du, in Dings der Forschung von Nordpol, glaubs, unterwegs sind, Antarktik und so Zeugs. Damit sie Skorbut-Erkrankung haben können, wie sagst du, vorbeugen, wegen Vitaminmangel und so. Er ist oftmals auf der gefrorenen Beringstrasse unterwegs gewesen, wo, glaube ich, Alaska mit Sibirien verbindet, Russland, und hätten dort den Revolver Ocelot, den wir in unserem ersten Bosskampf schon mal in der ersten Runde mal besiegt haben, können gelehrt. Er ist dann dort in der sowjetischen Spezialeinheit, der Wimpel, beitreten, bis zum Zusammenbruch von der Sowjetunion. Und hat nachher Söldnerjobs gemacht, bis er sich schlussendlich einem Big Boss angeschlossen hat, wo da die Söldnerfirma in Outer Heaven gegründet hat. Mhm. Ja, und nachdem wir damals die Zerstörung, das heißt, von Outer Heaven hergeführt haben, ist er dann mit dem Revolver Ocelot zusammen zu Foxhound gegangen und ist ein Spezialist für schwere Waffen und Sprengstoff. Seine Hauptwaffe ist eine tragbare Modifikation von einer 20mm Autokanone, der M61A1, mit dem Codename Vulcan. Darum heisst er auch Vulcan. Das ist eigentlich so ein richtig fettes MG, mehrläufig, wo normalerweise in einem F-16-Kampfjet eingebaut ist und nicht wirklich für als Handfeuerwaffe denkt. Und ja, er ist auch ein mega hoher Kasten, der Vulcan Raven. Sieht aus wie ein, wie sagst du, ein Bodybuilder auf Steroid. Mit der riesengroßen hoher Knarre in der Hand. Also beidhändig geführt und einen riesengroßen Munitionstank am Rücken geschnallt. Ja, und der Bosskampf sieht so aus. Im Warenhaus hat es einen Haufen von diesen Schiffscontainer. Während dem er zwischen diesen Containern durch patrouilliert, wo relativ enge Gänge sind. Sporadisch bleibt er stehen und schießt einfach mal ein bisschen durch die Gegend rum vor sich. Die Taktik dort ist, dass wir amix wartet, dass er irgendwo durchgesäckelt ist und dann von hinten vom Container von hinten vorkommt und ihn überrascht, indem wir mit einer Stinger-Rakete zum Beispiel auf ihn schiessen. Oder irgendwo um eine Ecke rum mit einem Nikita-Lenkraketenwerfer schiessen. Wir müssen aber aufpassen, wenn er die Rakete entdeckt, wo wir lenken, dann schießt er sie ab, bevor sie zu ihm ankommt. Anderes Trick ist, was ich gerne mache, ist Claymore-Mine legen. Dort am besten so von zwei Seiten, dass er, wenn er auf dich zu laufen kommt, egal links oder rechts, irgendwo durch so eine Mine durch muss latschen und Schaden erleidet. Man kann auch C4 legen und wenn er vorbeiläuft, das sprengen. Bis er dann schliesslich, wenn er auf 50% HP ist, in Phase 2 kommt. Und der fährt er nämlich nicht mehr, also der tut er nicht mehr weiter so gemütlich rumlaufen, sondern der fährt ein bisschen auch zügiger rumsäckeln und schießt ein bisschen öfters durch die Gegend rum. Aber dort kannst du eigentlich normal vom Schema her weiter so fahren. Ja, bis du schlussendlich besiegt hast. Wenn du besiegt hast, können wir von ihm nachher noch
als Abschiedsdank quasi eine Level 7 Schlüsselkarte über, wo uns wieder einen weiteren Zugang gewährt. Und erfahren durch das Gespräch noch, bevor er den Löffel abgibt, dass die Leiche, die wir in der Gefängniszelle entdeckt haben, die vom Anderson war, als die mit den Maden, die dran gewesen sind. Ja, wo noch dem ausgesehen, dass ab der Anderson schon mehrere Tage hat sollen tot sein, dass das wirklich der Anderson war und der andere Anderson, wo wir getroffen haben, ist in Wirklichkeit der Decoy Octopus gewesen, einer von der Foxhound Spezialtruppe, wo ein Meister von der Verkleidung ist. Und der, keine Ahnung, wie er das so macht, aber eben der hat sich so gut verkleidet, dass er eins zu eins gleich ausgesehen. Und anscheinend geht das sogar so weit, dass er irgendwie Bluttransfusionen macht von seinen Kopien, dass er das gleiche Blut hat in sich, wie die, die er kopiert und alles. Just as the boss said, it is my existence, which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you! Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching. Ja, nachher kommen wir dann wieder einen Anruf von Master Miller und Colonel Campbell und erfahren, dass Naomi gar nicht Naomi ist, sondern dass die richtige Naomi damals im Mittleren Osten verschwunden ist und unsere Naomi ein Fake Naomi ist und wir raten eben, ob sie eine Spionin ist oder was, oder für irgendeine dritte Partie kämpft oder so.
sie wollen sie dann auch unter Arrest nehmen und befragen, um herauszufinden, was da genau abgeht mit ihr. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. Hmm. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah, go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Armstech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Wir gehen nachher weiter ins nördliche Warenhaus. Und dort ist nachher lustig, sobald wir aus einem Eingang reinkommen, sehen wir auf der Wand gegenüber mit einem langen Gang sind übertrieben viel Selbstschussanlagen. Also die ganze Wand ist voll Pflaster. Schlussendlich sind es etwa 40 Selbstschussanlagen, die dort sind. Und da können wir auch entweder mit dem Stinger in mehreren Anläufen, bis wir all die Teile zerstört haben, abschiessen. Oder wir ignorieren sie mit der Störgranate und säckeln einfach vorbei. Ja, nachher kommen wir endlich in die Untergrundbasis, wo der Metal Gear steht und sehen den dann das erste Mal live, wo noch so das Gerüst ringsum ist. Er steht noch, also ist noch nichts in Action oder so. Kommt dann vom Otacon wieder einen Anruf über. Er sagt, er hat ein Gespräch abgelöst, wo sie geredet haben und möglicherweise ist der Metal Gear bereits scharf gestellt und bereit zum Loslegen, was nicht gut wäre. Er hat auch im President Baker seine Files gehackt, die er uns zukommen lassen hat. Und weitere Infos zum Metal Gear seiner Bewaffnung rausgelesen. Und zwar, dass er eine Railgun hat als Bewaffnung. Mit der kann er die Atomsprengköpfe abschiessen. Und die ist das Fiese, die Atomsprengköpfe von den Losflügen, die sind nicht erfassbar von Raketenabfangsystem. Und zwar aus dem Grund, weil die fliegen ohne Treibstoff. Weil die Railgun, das ist ja, glaube ich, so ein Dings, wo mit Elektrizität betrieben wird und irgendwie so Metallgeschoss, glaube über Magnetismus oder so, glaube auf superhöhe Geschwindigkeiten beschleunigt, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe. Und so kann Geschoss eben mit, weiß ich nicht was für Geschwindigkeiten abschießen. Gibt's ja auch schon in echt, aber glaube noch nicht wirklich im aktiven Einsatz, weil die glaube noch ziemlich massiv gross sind und extrem hohen Strombedarf haben. Nicht so einfach kannst, glaube ich, aufs Schlachtfeld transportieren. Normal, ja.
Und eben, dadurch, dass sie keine Hitzesignatur haben, unter anderem plus zusätzlich noch eine Tarnkappentechnologie verwendet und sie eben darum nicht abschießbar sind. Und auch irgendwie gekärtet sind, weiss ich nicht was alles, eine Oberfläche durchdringende Sprengkopf haben, aber wo kann der, weiss ich nicht was, für dicke Panzerungen durchschlagen und so Zeugs. Also, heftige Bewaffnung. Snake, it's me! What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the three keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 Treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Gleichzeitig kommen wir dann dort bei der Kommandozentrale an. Und
gehören gerade der Liquid Snake, der noch am Leben ist, nicht gestorben leider beim Helikopterabsturz, mit dem Revolver Ocelot zusammen am Schnürren ist. Und sie reden gerade darüber, dass sie den Metal Gear scharf geschalten haben, was wir ja auch nicht gehofft haben, und erzählen noch weitere Sachen, die wir mithören können. Dann läutet uns der Otakon nochmal an und sagt denen, dass wir im Besitz sind bereits von diesen drei PAL-Schlüsseln, die wir früher hatten, die es braucht, um den Metal Gear zu deaktivieren, falls er schon aktiv ist. Und wir haben ja gedacht, wir haben nur einen einzigen Schlüssel, aber jetzt ist das Geheimnis von dem Schlüssel, dass der eine thermoadaptive Legierung hat, wo im Prinzip bedeutet, dass er eine Temperatur, wie sagst du, Temperatur, sensitiv ist. Und zwar ist aber in dem Moment das Problem, dass wir entdeckt werden vom Ocelot, wo mit dem Liquid noch drin am Schnürren ist und auf uns schießt. Und in dem Moment geht dann unsere 3-PAL-Schlüsselkarte aus der Hand und das Gerüst runter und unten irgendwo in einen Wassergraben rein. Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah. You better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Yeah. Damn! The key fell on the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ja, das heisst, wir müssen alles absäckeln, in den Wassergraben gehen und die huren Schlüsselkarten wiederfinden. Und um das zu machen, haben wir auch wieder 2 Varianten zur Auswahl. Variante 1, wir nehmen den Minendetektor und sehen dann irgendwie auf der Minikarte die Karten angezeigt. Dann haben wir aber das Problem, es gibt, glaube ich, 2 Punkte, die es anzeigt. Und wir wissen nicht, welches von diesen beiden ist Karte. Wenn wir es falsch auflesen, haben wir wieder eine Zeitbombe im Inventar. Und dann haben wir 10 Sekunden Zeit, wieder schnell unser Inventar durchsuchen und die Zeitbombe wieder rauszuschmeissen, bevor sie explodiert. Variante 2. Falls wir keinen Minendetektor aufgelesen haben in den vorherigen Gebieten, was dann passiert ist, wir sehen, dass eine Rattenkarte
stillt und mit der im Maul absäckelt, dann haben wir die Möglichkeit, um die wieder zurückzubekommen, dass wir zum Beispiel C4 legen und warten, bis die Ratte wieder durchzulaufen kommt und sie in die Luft sprengen. Genau. Oder wir nehmen jetzt, wenn wir die tierfreundliche Variante wollen, machen. Wenn wir nicht. Wir könnten, wenn wir nicht, genau, aber wir könnten die Ratte dreimal verschrecken. Ich glaube, dann musst du die Kinder schnell zu ihr heransäckeln oder so. Ich weiss auch nicht ganz genau, wie das machst. Oder vielleicht musst du dich im Karton verstecken und sobald sie durchläuft, aus dem Karton vorkommen. Wenn sie dreimal verschreckst, dann lässt sie die Karte rausspucken und säckelt davon und dann können wir sie dann auch wieder auflesen. Ja, nachher zurück zu der Kommandozentrale. Was wir dort mitmachen, ist zuerst wieder so eine Störgranate reinrühren. Weil wenn wir das nicht machen und reingehen, werden wir von der Kamera erfasst. Und es regelt die Tor ab von der Kommandozentrale und der Raum wird wieder mit Gas geflutet. Nur komplizierter Scheiß. Genau. Und was dazu führt, da hilft uns auch die Gasmaske nicht, weil die Türen werden nie aufgehen und irgendwann werden wir dann gleich versticken. Ja. Dann sehen wir, dass dort innen in dieser Kommandozentrale 3 Terminals hat, von links nach rechts. Und die haben 3 verschiedene Farben. Eine ist gelb, eine ist, glaube ich, so rot und die andere ist blau. Und unsere Karte ist gelb. Das heisst, jetzt wissen wir, was mit dieser PAL-Karte auf sich hat, wo ja 3 Karten in einem sind, und zwar können wir jetzt mit unserer Gelbkarte, was bedeutet, es ist normale Temperatur, können wir dann das erste Terminal aktivieren und nachher müssen wir die Karte in einem anderen Gebiet auf eine andere Temperatur bringen, damit sie sich quasi in die zweite Schlüsselkarte verwandelt. Dann können wir aber auch schon in der Zwischenzeit wieder einen Anruf über vom Miller nochmal. Er sagt uns dann, dass irgendwie DIA eine neue Attentatswaffe entwickelt hat namens Foxtie. Und das ist ein Virus, wo bestimmte Personen kann töten, indem es einen Herzinfarkt simuliert. Mhm. Und jetzt sind wir nicht sicher, ob Naomi, wo ja nicht die ist, wo sie sich ausgeht, als Medizinärztin uns mit der Nanomaschine am Anfang von der Mission eventuell noch anders initiiert hat mit dieser Spritze. Eben, weil sie in bester Position dazu gesehen ist. Da haben wir auch einen Anruf vom Colonel übernommen, der uns sagt, dass Naomi jetzt unter Arrest steckt. Und man herausgefunden hat, dass sie kodierte Nachrichten nach Alaska geschickt hat. Vermutlich zu den Terroristen, die dort sind bei uns. Und ja, dass sie jetzt momentan befragt wird. Und der Miller meint, ja, dass möglicherweise sind wir auch mit Foxtie eben von der Naomi infiziert worden. Ja, ist es so, können wir nicht zu viel machen. Gehen dann weiter. Weil zum zweiten Terminal ausschalten mit der Karte, müssen wir jetzt zuerst mal zurück in ein kaltes Gebiet gehen. Und zwar können wir dort wieder zurück ins Warenhaus gehen, wo wir den Raven besiegt haben. Und was wir dort machen müssen, ist nachher die PAL-Karte in die Hand nehmen und dann einfach in diesem kalten Gebiet warten, bis sich die Karte blau färbt. Nachher müssen wir wieder zurück säckeln Richtung Terminal, werden dann wieder angerufen, und zwar von der Naomi, komischerweise. Sie sagt uns dann, dass sie einen zweiten Codec bei sich hat, den sie versteckt hat. Darum kann sie mit uns reden, obwohl sie gefangen genommen worden ist, also unter Arrest gestellt. Und dann erzählt sie ein bisschen über ihre Beweggründe, was da genau los ist. Und zwar erfahren wir, dass ihre Brüder, also quasi Brüder, der Frank Jäger war, der Grey Fox, der Ninja, mit dem, wo wir schon vorhin gekämpft haben, wo ein Kampf auf Leben und Tod mit uns wollte haben. Und zwar, nachdem ihre Eltern in Rhodesia umgebracht worden sind, im Bürgerkrieg oder was dort abgegangen ist, Konflikt, hat der Frank sie, wo dort im Einsatz war, quasi adoptiert und zu ihr geschaut. Und sie hat dann dort unten die Identität von der Naomi Hunter gekauft, quasi als falsche Identität.
Sie ist so jung gewesen damals, sie hat ihre, also sie weiss nicht einmal, wie sie wirklich geheissen hat, ihr rechter Name. Und, ja, ist dann dort in dem Bürgerkrieg vom Big Boss nachher mit dem Frank zusammen nach Amerika gebracht worden. Mhm. Und dort ist dann nachher der Moment gekommen, wo wir als Snake gegen den Frank im Söldnerkrieg mit dem Big Boss, wo wir besiegt haben. Und dabei den Grey Fox mehr oder weniger fast umgebracht haben, der gegen uns gekämpft hat. Und er ist dann dort der Krüppel geworden, bevor sie ihn als Experiment zum Ninja umgebaut haben. Und dass sie darum einen Hass auf den Snake hatte, weil er ihre quasi Adoptivbrüder mehr oder weniger fast umgebracht hat. Und hat sich aus dem Grund in den Foxhound angeschlossen. Gegen uns. Ja, und das ist ein Part von der Mission, ist gewesen, dass sie den Snake mit dem Fox-Dye-Virus infiziert, was sie wirklich gemacht hat in dem Moment, der Farmer. Und dass es auch wirklich eben so ein künstlicher Virus ist, der gezielt bestimmte Personen eben kann angreifen und Herzinfarkte verursacht. Und sie hat die Zelle eigentlich mit dem Virus die ganze Foxhound-Truppe ausschalten, inklusive der Präsident Baker ausschalten. Ja, und sie hat den Fox Dye auch so manipuliert im Prinzip, dass der Snake auch, das Opfer wird vom Fox Dye Virus oder so könnte. Ja, aber sie gibt dazu, dass ihr Hass jetzt in der Zwischenzeit nachgelassen hat. Aber jetzt, nachdem sie auf dieser Mission den Snake ein bisschen näher kennengelernt hat und seine Perspektive beim Kampf gegen den Grey Fox, wo wir vorhin noch hatten, gesehen hat, dass sie jetzt ihn besser versteht. Und ja, gestatten das uns alles. Und bevor sie dann noch ein paar weitere Sachen enthüllen, schaltet sich dann der Campbell dazwischen, wo herausfindet, dass Naomi heimlich mit uns telefoniert und haltet sie ab vom Weiterschnurren, was uns ein bisschen anpisst. Weil wir wollen dann noch wissen, was jetzt Fox Dye genau mit dieser Mission zu tun hat. Aber der Campbell will uns das nicht verraten, sagt, er hat jetzt keine Zeit für das und ignoriert uns. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Grey Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened.
You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them, too. Naomi, you didn't kill that doctor, too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Dye? Fox Dye is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Dye contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages, they begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, I... Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Ja, nachdem wir das zweite Terminal ausgeschaltet haben, heisst es zurückgehen, die Karte, unsere PAL-Karte nochmal in die dritte Variante umschalten. Das heisst, wir müssen in ein Gebiet mit heissen Temperaturen gehen und für das gehen wir wieder zurück in die Gießerei, wo die Hochöfen sind. Dort wieder dasselbe. Karte in die Hand nehmen, warten, bis sie sich rot färbt und dann wieder zurücksäckeln zum Terminal und den dritten Computer dann einisch deaktivieren. Nachher heisst Detonationscode aktiviert und eine Aktivierungssequenz fährt an und wir denken, what the fuck, was, wieso Detonationscode aktivieren? Wir haben doch mit dem wollen den Metal Gear, wo ja aktiv ist, wollen deaktivieren.
Und der läutet auch schon wieder unseren Codec und der Miller ist wieder dran, der Master Miller, und bedankt sich dann bei uns und beim DARPA-Chief und sagt, dass eben, dass Psycho Mantis, der DARPA-Chief, wie sagst, dass sie sich haben wollen, seinen Code zum Metal Gear aktivieren, haben wollen Gedanken lesen, aber es hat irgendwie eben nicht funktioniert. Okay. Und beim Verhör mit dem Revolver Ocelot ist dann der DARPA Chief ums Leben gekommen. Und darum haben sie dann mit dem Decoy Octopus, der sich als DARPA Chief tarnt hat, verkleidet hat, wollen die Infos für die Aktivierung vom Snake bekommen. Aber da haben sie herausgefunden, dass er das auch nicht weiss. Und hat ihn dann quasi manipuliert, dass er für sie den Metal Gear aktiviert. Und ja, was wir jetzt nämlich gemacht haben, ist eben, wir haben ihn nicht deaktiviert, weil er ist eigentlich deaktiv gewesen, sondern wir haben ihn jetzt für sie aktiviert. Und ja, und eben der Decoy Octopus, der ist am Foxtie gestorben, anstelle vom DARPA Chief, eben weil er im DARPA Chief sein Bluttransfusion gemacht hat und darum der Virus auch in sich gehabt. Und ja, wir werden dann auch gerade noch vom Campbell informiert und er sagt, dass der Miller gerade eben ihm seine Leiche bei ihm daheim gefunden worden ist. Er ist mindestens 3 Tage schon tot. Und wir denken, what the fuck, was ist jetzt denn das für ein Master Miller, der uns mit uns telefoniert die längste Zeit? Und der Liquid Snake kommt unten führen. Ja, er hat uns die längste Zeit verarscht gehabt. Und wir haben ihm jetzt in die Hand gespielt. Palcode number 3 confirmed. Palcode entry complete. Detonation code. No, why? Ready for launch. I deactivated it. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA Chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Foxdie vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to...
me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Und so sein Abschiedsgeschenkli ist dann, dass er den Raum von der Kommandozentrale verriegelt und das Gas lässt reinströmen. Und ja, wir tun möglichst schnell Gasmasken aufziehen, damit wir nicht so schnell abkratzen. Wir wissen aber nicht, wie wir dort rauskommen. Was wir also machen, wir rufen die Matakon an, im Nerd, im Techie, und bitten ihn um Hilfe, dass er kann irgendwie uns Türen aufhacken. Das kann er dann auch machen. Und gehen wir raus. Folgen dem Liquid Snake, wo in der Zwischenzeit zum Metal Gear säckelt. Stellen ihn dann mit der Pistole und schnurren mit ihm. Und er nicht noch von wegen, du kannst doch nicht Pistole auf deine Brüder richten. Eben, da kommt er schon wieder mit Brüder hinfort. Und wir fragen uns immer noch, wieso. Und ja, er sagt dann eben, dass er sich als Master Miller halt verkleidet hat, eben weil er so einfach zu manipulieren war, der Snake. Und dass er in Wirklichkeit nur eine Schachfigur ist vom Pentagon und nur als Ablenkung eingesetzt worden ist, weil das eigentliche Ziel ist, dass der Snake eben eigentlich in Kontakt käme mit allen von Foxhound und sie mit dem Foxtie Virus umbringt schlussendlich. Das ist das eigentliche Ziel gewesen. So, dass schlussendlich alle tot sind und der Metal Gear unbeschadet ist und kann gerettet werden. Er ist aber ein Spion im Pentagon, wo sie informiert haben, wegen dem Foxtie-Virus, und darum hat dann Naomi Änderungen daran vorgenommen. Aber wir wissen nicht genau, was sie alles gemacht hat, also was der Virus jetzt schon noch macht oder stattdessen macht, ganz genau im Detail. Der Liquid sagt uns auch noch, dass sie weitere Forderungen in der Zwischenzeit das Weiße Haus gestellt haben, und zwar unter anderem, dass sie sollen eine Impfung gegen Foxtie rausbringen, weil er vermutet, dass er jetzt in der Zwischenzeit auch infiziert ist mit dem. Und ja, er rechnet jetzt zumindest damit, dass es ein Gegenmittel gibt. Und zumindest Naomi sollte das wissen, ja. Aber möglicherweise wird es gar nicht so weit nötig sein, sagt er, weil Solid und Liquid und Revolver Ocelot sind ja schließlich alle schon miteinander in Kontakt gewesen, und bis jetzt ist keiner von ihnen gestorben. Nicht so wie der DARPA-Chef und so, wo kurz nach dem Kontakt umgekommen sind. Also möglicherweise ist ein Fehler in der Virusprogrammierung oder so, oder sie sind schon irgendwie immun gegen den. Ja, und aber es sollte eigentlich auch keinen Stress haben, weil der Solid und der Liquid, sagt er, sind beide dieselben Gene. Und zwar bestätigt er jetzt uns endlich, dass wir theoretisch Zwillinge sind. Und zwar, weil wir beide aus der DNA vom Big Boss damals quasi geklont worden sind. Und zwar im Projekt namens Lesotho Terrible. Ja, dass er eigentlich fast das Double ist vom Solid Snake. Sieht eben auch sehr ähnlich aus. Darum hat Meryl am Anfang gemeint gehabt, dass wir der Liquid sind. Er hat einen dunkleren Hautton, der Liquid Snake. Und helle Haare, fast blond, im Gegensatz zu uns. Wir haben mehr so schwarze Haare. Ja, und der Liquid ist eigentlich so ein bisschen im Glauben gelassen worden, dass er erschaffen worden ist aus dem Big Boss seinen rezessiven Gen. Und zwar aus dem Grund, damit der Solid stattdessen mit der dominanten Gen hätte können erschaffen werden. Und was das auf sich hat, also so ein kleines Schulbeispiel, die Eltern von einem, also jetzt Eltern im Prinzip, wenn zum Beispiel der Vater braune Augen hat und die Mutter blaue Augen, in dem Moment ist braun das dominante Gen von der Augenfarbe und blau ist das rezessive Gen. Das heisst, das Kind wird vermutlich braune Augen bekommen, weil das stärker ist als blaue. Aber ausser beide haben blaue Gen, dann wird es ziemlich sicher auch das Kind blaue Augen haben. Und aus dem Grund ist quasi der Liquid Snake im Solid Snake unterlegen.
weil er eben aus der weniger dominanten Gen vom Big Boss geklont worden ist und er ist quasi der Abfall. Und darum ist er so ein bisschen angepisst von der Welt. Und ja, und irgendwie soll der Solid wäre quasi ausgewählt worden vom Big Boss, eben als der, das ist sein Nachfolger theoretisch. Und der Liquid hat gleichzeitig immer zu hören bekommen, dass er unterlegen ist jene. Und hat darum auch wollen Rache am Big Boss nehmen, was aber nicht mehr möglich ist, weil wir ja als Solid Snake den Big Boss damals umgebracht haben. Und darum will er jetzt den Solid in einem Kampf besiegen, weil er glaubt, dass er so kann sein Geburtsrecht zurückholen und seine Überlegenheit beweisen. Und das ist der Moment, wo er in Metal Gear ins Cockpit hineinspringt und dann kommt es zum grossen Bosskampf gegen den Metal Gear Rex. Und zwar läuft er folgendermaßen ab. Der riesige Kampfroboter hat links oben so eine runde Schüssel montiert. Und auf die müssen wir eigentlich mit der Stinger-Rakete immer wieder drauf schiessen. Währenddem nimmt er uns immer mal wieder mit so einem Maschinengewehr unter Beschuss. Das heisst, wir müssen immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Gleichzeitig schießt er immer mal wieder so kleine Lenkraketen ab. Das heisst, dort müssen wir auch ausweichen und wegsäckeln, dass die uns nicht treffen. Und zwar müssen wir das so machen, sobald er mit der Lenkrakete von da schiessen, müssen wir zum Metal Gear heransäckeln, weil wenn wir genug nöch sind, dann können uns die Rakete nicht treffen. Gleichzeitig, wenn wir zu nöch sind, dann kommen immer mal wieder so einen Laserstrahl auf uns zu fliegen, wo wir müssen ausweichen. Und dann dürfen wir aber wieder nicht zu weit weg sein, weil wenn wir zu weit weg sind, dann kommen wieder die Lenkrakete. Das heisst, wir müssen immer so ein bisschen hin und her zwischen nicht zu nahe und nicht zu weit weg pendeln quasi, ja. Gleichzeitig können wir mit der Störgranate, wenn wir die rühren, können wir das Zielsystem durcheinander bringen und uns auch so ein bisschen Spielraum von der Lenkrakete schaffen. Und das machen wir dann den Kampf so lange, bis ja, die Lebensbalken auf Null ist. Und dann haben wir ihn vermutlich besiegt, denke ich zumindest. Scheint dann aber nicht so, er will dann mit dem Metal Gear noch den Snake zertreten. Und dann kommt dann aber der Grey Fox, der Deep Throat, der Stealth Ninja, für schreitet ein zu unserer Rettung und haltet den Metal Gear seinen Fuß auf, bevor er uns kann verquetschen. Mit seinem starken Exoskelett mag er das so knapp entgegenheben. Hurry! Get away! Grey Fox! The name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You're a terrible snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Ja, gleichzeitig attackieren wir nachher wieder den Metal Gear, dass er abgelenkt wird. Der ist dann nämlich so ein bisschen am Umspinnen, nachdem wir ihn so stark beschädigt haben und könnte in der Zwischenzeit mit dem Deep Throat Ninja noch ein bisschen schwätzen. Fragen ihn dann zum Beispiel, ja, wieso, dass er jetzt gekommen ist, um uns zu retten. Er schnürt dann etwas wegen, ja, er ist ein Gefangener vom Tod. Und nur der Snake kann ihn retten. Wir reden ihm noch wegen der Naomi. Nur er kann sie stoppen. Er sagt dann aber, er kann es nicht. Und zwar aus dem Grund, weil damals in dem Bürgerkrieg, wo er sie gefunden hat und sie quasi adoptiert hat, nachdem ihre Eltern umgebracht worden sind, dass er derjenige war, der ihre Eltern im Bürgerkrieg umgebracht hat. Er sei noch jung gewesen, und als er sie als junges Mädchen gesehen hat, hat er sie nicht können töten und hat dann ein schlechtes Gewissen bekommen und hat sie darum adoptiert gehabt. Und ja, um sie zu retten, hat er sie dann mitgenommen gehabt und sie wie seine eigene Schwester aufgezogen, damit er auch hat können ein bisschen sein schlechtes Gewissen beruhigen. Und ja, es hat sich gewirkt von aussen, dass quasi
als ob sie glückliche Brüder und Schwestern sind, aber jedes Mal, wenn er sie angeschaut hat, hat er ihren Augen quasi die Augen von ihren Eltern gesehen. Und er bittet uns, dass wir ihr gestehen, eben, dass er derjenige gesehen ist, wo ihre Eltern umgebracht hat damals. Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. Und in der Zwischenzeit hat sich dann eben der Metal Gear Rex wieder ein bisschen fahren und greift uns dann wieder an. Und der Grey Fox gibt uns dann so ein letztes Geschenk quasi und stoppt nochmal den Metal Gear mit Hilfe von seinem Exoskelett. Der Grey Fox schießt dann mit seinem Arm den Radar noch kaputt, damit er nicht mehr kann uns erfassen kann. Und wird dann gleichzeitig aber so vom, wie sagst du, vom Metal Gear so halb eingequetscht, eingeklemmt, kann nicht mehr davon gehen. Sagt dann, dass wir mit den Stinger-Sellets jetzt aufs Cockpit schiessen, zum der Liquid, wo drinnen ist. Weil das Cockpit ist wegen der Schwerbeschädigung vom Metal Gear Rex in der Zwischenzeit offen. Und er wird quasi ungeschützt. Aber ja, wenn wir mit dem Stinger draufschiessen würden, würden wir auch den Grey Fox gleichzeitig auch treffen. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the Stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! Ja, aber er sagt eben, wir sollen es machen, weil der kann er endlich sterben. Eben noch, weil nachdem er damals vom Zanzibar, vom Schlachtfeld genommen worden ist, nachdem wir ihn damals bekämpft haben, seither ist er eigentlich nicht mehr wirklich am Leben, aber auch nicht wirklich tot. Aber eben, dann kann es endlich mal enden. Und, schmeißt der Metal Gear Rex den Grey Fox nachher ab, nachdem er ihn aus seiner Einklemmung befreit und steht auf ihn. Verquetscht, ne, einfach so, zack, knallhart. Ja, und dann geht's dann schon wieder weiter mit der nächsten Runde gegen Metal Gear. Er ist also immer noch nicht fertig. Und jetzt heisst es dann wieder Störgranaten einsetzen. Nein, beziehungsweise Störgranaten, sorry, die können wir nicht mehr einsetzen, die haben dann keine Funktion mehr. Weil, das Radar, ja, eh zerstört ist, wo uns der Grey Fox noch als Gefallen gemacht hat. Aber jetzt muss der Liquid manuell auf uns zielen. Und jetzt haben wir wieder zwei Methoden, um den Kampf zu bestreiten. Methode 1 ist wie in Phase 1 mit den Stinger-Raketen, dass wir jetzt einfach statt auf die Schüssel aufs offene Cockpit zielen, wo der Liquid drin sitzt. Oder Methode 2 ist, wenn wir zwischen den Beinen durchsäckeln und hinter dem Metal Gear bleiben. Dann können wir quasi das Cockpit von der Rückseite unter Beschuss nehmen mit dem Stinger-Raketenwerfer und also quasi durch den Rücken vom Metal Gear durchschiessen und gleichzeitig nicht unter Beschuss genommen werden. Also fast ein kleiner Cheat. Ja, nach dem Kampf ist dann der Metal Gear endlich kaputt, explodiert noch ein bisschen hin und her, da das eine oder andere. Und wir sind dann aber auch gleich von der Explosion ein bisschen unter Beschuss genommen worden, sind so halb bewusstlos, sehen dann noch, wie der Liquid auf uns zuzulaufen kommt, also immer noch nicht tot. Sleeping like usual. A snake. Liquid.
You're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were. As we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Aber er schnurrt noch einmal gross, wegen, er will weiterkämpfen, eben, habe ich einen Traum von einer Welt, wo Krieger wie sie, und, also er und mir, geirrt werden, wie sie es verdient haben, und das ist auch der grosse Traum gewesen vom Big Boss und so. Und das zu kalten Kriegszeiten, dort sind sie eigentlich noch alle noch geschätzt und gewünscht gewesen, erwünscht. Aber heute in der Welt mit all den Lügner und Heuchler, die die Welt anführen, sind Krieg nicht mehr das Gleiche wie damals, und sie haben ihren Platz verloren und werden verschmäht. Und darum, wenn sie jetzt eigentlich mit dem Lösegeld und mit Hilfe von Metal Gear, wenn sie Chaos verbreiten und ihre Ehre wieder zurückerlangen auf die verweichlichte Welt quasi. Und zwar, wenn sie wieder neue Konflikte auslösen, die zu noch mehr Konflikten führen und Hass aufsteigt und so den eigenen Einflussbereich wieder erweitern, eben, dass quasi wieder Söldner gebraucht werden zum Kämpfen und so. Ja, und eben, dass sie wegen dem wieder ihre Daseinsberechtigung bekommen. Ja, wir sind dann gefesselt und erwacht und auf der Oberfläche vom zerstörten Rex getroffen, wo immer noch relativ hoch oben ist, auf dem grossen Monstrum. Ja, sehen dann auch, dass die Meryl auch gefesselt ist dort, bewusstlos. Und er sagt, ja, jetzt wenn wir noch einmal einen Kampf haben, richtige zusammen. Und ja, wenn du rechtzeitig kannst, quasi ihn besiegen, dann kannst du Meryl vielleicht wieder retten. Ja, weil da haben wir einen Timer, der abläuft, und glaube innerhalb von 2 Minuten oder so müssen wir ihn besiegen. Und zwar ist im Prinzip, müssen wir einfach so einen Fußkampf machen gegen ihn und gleichzeitig schauen, dass wir nicht von der Plattform runterfallen, weil da sterben wir auch aus dieser Höhe. Und wenn der Kampf vorbei ist, können wir die Meryl retten. Meryl? Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Thank God. Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl,
It must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Und der Colonel läutet uns an. Und zwar hat er in der Zwischenzeit können die Leitung vom Pentagon wieder übernehmen und informiert uns, dass ein B-2-Bomber ausgestattet mit taktischen Atombomben unterwegs ist zu uns. Und zwar hat die Regierung Angst vor dem Fox-Die-Virus und weil der Metal Gear Rex jetzt ja eh kaputt ist, wenn sie alles zerstören und die Spuren vor allem verwischen. Er wird aber probieren, den Abwurf rauszuzögern. Auch wenn das für ihn wird Konsequenzen tragen, aber er sagt, er muss quasi als Wiedergutmachung, für das er uns auch ein bisschen benutzt hat jetzt in dieser Mission. Der Fox-Die sei bereits in Untersuchung, was mit dem Virus geht, genau auf sich hat. Und dass eigentlich aus dem Grund der Meryl geschickt worden ist, auf die Mission, absichtlich. Und zwar damit er als Colonel hat können manipuliert werden, weil sie da vor Ort ist, als seine Nichte. Und er ist gezwungen worden zur Zusammenarbeit, eben quasi ein Gegenzug für das Leben von der Meryl. Der Campbell wird dann aber unterbrochen und abgeführt. Und zwar kommt der Secretary of Defense, der Jim Houseman, als Funkgerät und stellt den Campbell unter Arrest, quasi wegen Geheimnisverrat und Verdacht, dass er wegen irgendwelchen Manipulationen von der Mission und solchen Sachen. Und macht sich lustig darüber, dass er quasi sagt, der Colonel hat gemeint, er sei derjenige, der die Mission geleitet hat, aber das ist er nie wirklich gesehen. Eben, und sie werden jetzt alle Beweise verschwinden lassen. Und auch der Snake, weil er ist als Snake sind wir eigentlich das dreckige Geheimnis aus den 70er Jahren. Aber mit dem Klonprojekt vom Big Boss, wo nicht einmal der Präsident von den Vereinigten Staaten davon Bescheid weiss. Und eben, wir haben ihm einfach gesagt, quasi eben, dass Terroristen, die vor Ort sind, der nukleare Vorrichtung und dass wir darum, dass dann quasi, wenn sie unsere Insel, wo wir drauf sind, in die Luft jagen mit der Atombombe, dass die quasi Terroristen verantwortlich sind und so. Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that. B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox-Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation.
Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald. The DARPA chief is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. Ja, und nachher läutet noch der Otakon an, gibt uns nachher Fluchtinfos. Sagt, dass sie in der Nähe Versorgungstunnel ist, eine unterirdische, die an die Oberfläche führt, und er schaut, dass wir da freien Weg haben, dorthin und rauskommen. Er bleibe noch dort länger, eben damit er kann alle Sicherheitstüren öffnen. Wir machen uns dabei schon Sorgen, eben, dass er unter die Explosion reinkommt, aber er sagt, nein, keine Sorge, aber er habe noch einen Grund zum Leben und so weiter, und Snake, it's me. Otacon, good news. Merrill's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Merrill, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake.
Ja, in der Zwischenzeit, Basis eben wird auch noch erschüttert. Wir säckeln mit dem Meryl zusammen auf dem Weg zum Versorgungstunnel. Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Dort hat es eine Garage mit Jeep. Der springt aber nicht gerade an, hat irgendwelche Motorenprobleme. Während Meryl den zum Laufen bringt, werden wir wieder von Genomsoldaten angegriffen, die wir bekämpfen. Nachher können wir dann endlich auf den Jeep gehen, wenn er wieder läuft. Fahren los. Hinter dem Jeep hat sie so ein MG montiert, wo wir dran sind, während Meryl fährt. I got it, Snake! Jump in! Und zwar müssen wir immer wieder unterwegs Gegner wegballern. Und zwar hat es so Fässer, wo man drauf schiessen kann, die explodieren. Und wenn zum Beispiel ab und zu mal wieder ein Garagentor, das unten ist, und nachdem Fässer explodiert, hat es ein Loch im Garagentor, dann können wir dort durchfahren und weiter durch den Tunnel durchfahren. Das ist aber ein relativ langer Tunnel. Gleichzeitig haben wir den 10 Minuten Countdown, bis der Atombomber eintrifft. Ab und zu hat es wieder mal einen Sicherheitscheckpoint mit Barrieren und Wachen, wo man auch schnell wieder mit dem MG abschießen und Fässer in die Luft sprengen, damit die Barriere kaputt geht. Dann plötzlich unterwegs kommt ein zweiter Jeep von hinten mit dem Liquid drauf, wo immer noch nicht tot ist, der hure Sieg. Ist wie ein Stehaufmännchen. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Und nachher, haben wir das Dings, dann müssen wir eigentlich mit dem MG, müssen wir nachher quasi so ein bisschen Durchführung auf ihn machen, immer so ein bisschen über dem Kopf von ihm schiessen, er duckt sich dann, dass er nicht getroffen wird. Kann dabei nachher dafür nicht zurückschiessen in dem Moment. Und irgendwann kommen wir dann aus dem Tageslicht raus, wo der Liquid uns gerade noch überholen kann mit dem Chip, stellt sich quer vor uns her und wir crashen die ihn rein. Nachher kommen wir wieder zu uns, stellen fest, dass wir so ein bisschen unter einem Chip eingeklemmt sind. Der Liquid kommt auf uns zuzulaufen, mit dem Gewehr in der Hand, wo uns jetzt als leichtes Ziel kann abballern. Und da haben wir das Glück auf unserer Seite, weil in dem Moment setzt der Foxtie-Virus ein und der Liquid stirbt endlich mal ein Final. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! He's dead, that means. Don't say it, Snake.
Und ja, wir haben auch ein bisschen Stress, dass wir jetzt auch gerade sterben, eben nachdem der Liquid stirbt, weil er ja eigentlich die gleiche Gen hat wie wir auch. Haben aber das Glück, es tritt zumindest noch nicht ein. Und Flugzeuge, wo sie die Atombombe runterlassen, tauchen noch nicht auf, obwohl der Timer abgelaufen ist. Und dann haben wir noch einen Anruf vom Colonel über. Und er sagt uns dann, dass der Secretary of Defense jetzt selber unter Arrest gestellt worden ist. Der Präsident ist kontaktiert worden und informiert worden. Und hat man herausgefunden, dass das ganze Projekt ohne der Secretary of Defense im Alleingang geplant hat. Und der Präsident hat den Bomber zurückgerufen. Colonel wieder Befehlsgewalt über die Mission erteilt. Ja, und ist dann auch wieder selber happy, dass er erfährt, dass Meryl immer noch gesund ist und wohlauf. Entschuldigt sich nochmal bei uns eben, dass er uns auch so ein bisschen benutzt hat. Ja. Er sagt uns dann auch, dass die Mei Ling, unsere Tactical Operatorin quasi da, auf einem Satellitenfoto sieht, dass sie in der Nähe ein Schneemobil ist, dass wir doch das könnten nehmen, um ja, uns wieder auf den Heimweg zu machen, da mit der Meryl zusammen. Und dass sie im Prinzip in der DIA und NSA nicht gesagt haben, dass der Snake noch am Leben ist, dass die jetzt meinen, dass sie tot sind, dass sie von dieser Seite sicher mal unbehelligt werden bleiben, eben, und dass sie offiziell sagen, dass sie eben mit dem Jeep zusammen im Meer versunken sind da und so gestorben. Gleichzeitig gesagt eben, dass sie dann nöch auf dem Helikopter auf Fox Island wartet, eben, wo sie dann wird, also uns dann wird wegbringen, wenn wir mit dem Schneemobil dort angekommen sind. Und der Colonel kümmert sich noch, dass der Otacon, der zurückgeblieben ist, dass er auch noch abgeholt wird. Er hat auch alle Daten mit dem Mailing zusammen kopiert von dem ganzen Metal Gear Projekt und so. Und sie behaltet das auf der Seite, dass, ja, wenn irgendwelche Regierungen Armen kommen und sie quasi aus dem Weg räumen, dass sie das als Lebensversicherung haben, quasi. Das könnte sagen, ey, wenn ihr uns etwas antun, kommt das ganze Zeug hier in den Publik. Ja, er sagt dann eben auch, dass Foxtie der Virus kein Problem für Meryl setzt sein, weil Naomi redet dann noch einmal mit uns drüber. Wir sagen dann auch noch einmal, eben, dass der Grey Fox gestorben ist jetzt, aber ihr Adoptivbruder. Und richtet eben ihm seine letzte Nachricht aus. Aber wir sind natürlich ein cooler Sieg und sagen nicht, was wir hätten erzählen sagen, dass der Grey Fox ihre Eltern umgebracht hat. Sondern sagen, dass ihm seine letzte Nachricht von ihm war, dass sie ihn selber vergessen und ihr eigenes Leben anfangen weiterleben. Und dass er sie quasi immer wird lieben. Ja, und er sagt auch, dass ihre Brüder nicht nur uns gerettet hat, sondern auch die ganze Welt und so. Und sie ist dann glücklich und alles und ja. Und wir fragen sie dann noch, ja, wie sieht's jetzt mit uns aus? Wenn sterben wir jetzt am Foxtie-Virus? Ja, sie redet ein bisschen kryptisch. Sie sagt eben, das liegt ganz bei uns. Aber wir sterben dann, wenn unsere Zeit abgelaufen ist. Und es liegt an uns, wie wir die verbliebene Zeit werden nutzen. Und wir sollen einfach leben, quasi. Das ist alles, was sie uns sagen kann. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A
ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Dye too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. It's all I can say to you. Ja, nachher siehst du, wir und die Meryl laufen gemeinsam zum Schneemobil. Gleichzeitig hörst du im Hintergrund den Gedankengang von der Naomi, wie sie Informationen erzählt und so Sachen. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was. Where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was. Who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate. To be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Dye program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. From here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Die Meryl findet dann noch so ein Bandana, das sie uns gibt. So ein Kopfband, und kannst so um den Kopf herumwickeln. Und das ist auch so ein kleines Gimmick, das können wir dann nämlich im nächsten Durchgang, wenn wir es nochmal durchspielen, können wir das nachher von Anfang an benutzen. Wenn wir das anlegen, haben wir nämlich nachher im nächsten Durchgang, wie sagst du, unendlich Munition. Quasi wie ein legaler Cheat. Und was auch noch cool ist, wenn wir das Game ein drittes Mal durchspielen, können wir am Schluss dann noch einen Stealth-Anzug über und können dann im vierten Durchgang nachher mit dem Stealth-Anzug den meisten Stellen unsichtbar umschleichen und Gegner ausschalten, was auch noch einmal lustig ist. Ja, gleichzeitig dann am Schluss vom Spiel reden wir dann noch ein bisschen romantisch über das Leben und mit der Meryl zusammen und quasi wie wir es wollen, weiterführen und zusammen geniessen. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission, or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself.
Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Sehen Sie noch ein bisschen Texteinblendung, noch ein bisschen über 1980er Jahre, noch ein bisschen mit Informationen eben, dass damals über 60.000 Atomsprengköpfe gehabt hat, wo irgendwie Sprengkraft von 1 Million Hiroshima-Bomben besitzen insgesamt, ja voll. Und im Januar 1993 eben das Start 2 Abkommen unterschrieben wurde zwischen USA und Russland, wo heisst, dass die Sprengköpfe auf 3 bis 3.500 begrenzt wird pro Nation, also reduziert wird bis im 31. Dezember 2000. Aber 1998 hat es immer noch 26.000 Sprengköpfe gegeben auf der Welt. Und ich habe noch ein bisschen Eigenrecherche betrieben gehabt. Und zwar am 21. Februar dieses Jahr, 2023, hat Putin Teilnahme vom neuen Startabkommen ausgesetzt. Und zwar hat das Außenministerium gemeldet gehabt, dass sie weiterhin werden an der Obergrenze festhalten. Und ja, wie sagst du, die USA wird weiterhin Bescheid bekommen, wenn sie ihre Atomstreitkräfte werden, verlegen, irgendwie vom einen Ort zum anderen, aber zum sicherstellen, dass kein Fehlalarm passiert. Aber nicht, dass irgendwie jetzt mit dem Ukraine-Krieg und so irgendwie bei Übungen plötzlich Dummies meinen, die Russen machen ernst, oder dass sie, tun sie sich voran informieren, sagen, hey, wir machen da eine Übungen. Und ja, nachher haben wir Abspann, wo uns erwartet, wo wir ein bisschen Natur- und Tierwelt sehen von Alaska, zusammen zu schöner Musik. Gehört dann nachher am Schluss vom Abstand noch ein letzter Funkspruch vom Revolver Ocelot und gehört, wie er irgendjemandem berichtet via Funk und dass er ein Doppelagent ist. Und zwar sagt er, dass Trainingsdaten von Metal Gear Rex hätte er können sichern, dass der DARPA Chief gewusst hat seine wahre Identität, aber nicht mehr lebt. Der Liquid Snake tot ist und dass der Solid Snake nur am Leben ist.
Und er gibt noch ein Kompliment an die unbekannte Person, die er hier gerade am Bericht erstatten ist, dass er eine Person wie ihn benötigt hat, wo ein Ausgleichungsindividuum ist, um die Welt zu regieren, und dass niemand weiss, dass er der Dritte war, der Solidus Snake, und verabschiedet sich vom Mr. President. Das ist der Moment, wo wir erfahren haben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in Wirklichkeit der Solidus Snake ist. Solid Snake. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Dye should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir, I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir, my cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right, until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye. Mr. President. Und ja, also es wird irgendwo noch weitergehen. Ja, und das ist dann auch schon gesehen. Wir haben erlebt eine Wahnsinns-Story. Ich finde cool geschriebene Charaktere. Gute Soundeffekte und zwischendurch immer mal wieder einfach so Top-Soundtracks. Sei es jetzt schöne Soundtracks, eben so zu dramatischen Szenen, eben zum Beispiel Sniper Wolf im Abschlussgespräch, bevor sie stirbt, oder anderen Bosskämpfen, oder eben im Abspann, wo noch einmal so ein bisschen Emotionen näher bringen, quasi vermitteln und so, und auch einfach die im Spiel, wieder wenn es irgendwelche, wie sagst du, so Kampfsituationen kommen, die bestimmte Themen, die es abspielt, sind auch immer so super. Ja, das ist das, so noch zum Spielen musst du sagen. Ja, haben wir den Marathon geschafft. Ja. Ja, wie gesagt, eben ein super cooles Spiel. Jetzt mit, wie heisst die Edition schon wieder, wo wir gesagt haben, wo sie kommt? Ah. Einfach die Remaster Edition. Ja. Haben wir letztes Mal noch geredet, nachdem wir Teil 1 aufgenommen haben, dass es wahrscheinlich nicht so toll werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Du hast gesehen, also wir haben Infos, also Bilder gesehen von der Switch-Version. Das ist gesehen mit 30 FPS. Glaube nur 720p. Ja. Gell? 84. 4.8? Hast du sogar im meinte. Ja, sie haben ja gar nichts gemacht, so richtig irgendwie, nichts irgendwie, wo, weiss auch nicht. Also, weiss ja nicht schlussendlich, aber es ist alles enttäuscht gewesen rundum, wo sie hätte müssen testen. Aber nicht, das ist das Verrückte. Ich hatte noch ein bisschen geschaut, so IGN und so Zeugs, wegen, super gute Umsetzung und so, fuck, cool. Und ich auch gefunden, so, what the fuck, ey. Es ist ein 1:1 Kopie. Es ist einfach ein es ist nicht remastered. Nicht. Es ist einfach so lieblos, wirklich. Ich glaube, PC-Version und so, wird nicht einmal ein Widescreen Support. Das heisst, ich auf meinem fetten Curved Widescreen kann da nicht einmal ausnutzen zum Spielen. Mit Balken haben links und rechts. Normal.
Es ist zum Kotzen. Ich weiss jetzt noch nicht effektiv, was denn alles ist auf der PC-Version, aber ich vermute, du wirst wahrscheinlich keine Kantenglättung und nichts haben. Und eben grafisch wird das Zeug wahrscheinlich nichts Besseres aussehen als dazumals. Also das, was wir gesehen haben, nicht. Ja, das, also was wir auf der Switch-Version gesehen haben, absolut nichts Besseres. Und du musst sagen, das ist einfach billig. Und eben 30 FPS oder was, Beschränkung, und eben die Auflösung, die wir gesagt haben. Für eine Switch-Konsole, die irgendwie, weiss auch nicht, wie viele Jahre älter ist als Game, und du hast fucking Witcher 3, wo anständig aussieht, wenn du für eine Switch läuft, oder ein Doom. Nein, das wollen wir nicht. Ja, das ist einfach miserabel. Ich habe gesagt, ich muss mich befassen mit Modden, damit ich kann HD-Texturen machen nachher für die kopierte Neuauflage, damit es nachher wenigstens irgendwie mal besser aussieht oder so. Das ist wirklich, also, sehr wahrscheinlich eine Enttäuschung. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass mindestens Texturen hochauflösend sind und kantenglättig und so, damit das Ganze ein bisschen zeitgemässer aussieht im Minimum, ja. Gerade so gut einen Emulator haben. Voll, voll. Aber ja, die, die es noch nicht gespielt haben und nicht haben, trotzdem empfehle ich das Teil durch das Game. Wirklich ein super cooles Spiel. Hat auch jetzt nach all diesen Jahren das zum wahrscheinlich insgesamt dritten Mal oder so, nicht das eher vierten Mal oder sogar fünften Mal. Weil ich habe es sicher noch einmal mit Banda noch gespielt und einmal mit Stealth Anzug. Weil es lustig war damals. Und eben jetzt noch einmal für die Folge. Und es hat nach wie vor hat's richtig Laune gemacht, auch wenn die Grafik nicht mehr so hübsch war. In der Alt-Version, ja, auf GOG. Ja, soweit davor. Ich denke, machen wir jetzt da fertig. Ja, machen wir fertig. Wir hätten einen Haufen Programm vor uns mit anderen Folgen für ein anderes Mal dann. Wir werden, machen wir einen kleinen Teaser. Machst du was Teaser? Ja, und ich hoffe, das mal machen wir es. Wir haben auch schon Sachen angeteasert, haben wir nie gemacht. Was haben wir denn nicht gemacht? Ah, ich habe mal ein Pixel-Game angeteasert zum Beispiel. Und zwar ich muss jetzt noch auf meinem Desktop schauen. Dungeons Munchies. Habe ich wollte Folge darüber machen. Oh. Aber es ist so gut, ich sage das, ich habe mir letztes Mal schon überlegt gehabt, dass ich das halt noch einmal durchspiele, damit ich es wieder up-to-date im Kopf habe und noch das Mal kann noch einmal eine super Folge für das vorbereiten. Und das andere, was wir auch nicht gebrochen haben, ist Ni No Kuni, haben wir nur den Teaser rausgebracht, eine Teaser-Folge. Ja, Ni No Kuni haben wir nicht gemacht. Ja, aber es ist nicht so viel verpasst, oder? Was ist denn Teaser? Wieso nicht? Du hast ja nachher auch nicht mehr gespielt gehabt. Ich sag's immer noch. Du spielst jetzt immer noch? Ja, fuck, natürlich. Ach schon? Ja, nicht täglich wie früher, aber ja, natürlich. Jedes Mal, wenn die Season losgeht, schaue ich rein und mach's. Aha, ja, dann kannst du natürlich, wenn du willst, gleich noch drüber reden. Du musst einfach du den Sprachpart übernehmen. Ja, muss ich den Sprachpart übernehmen. Was hast du jetzt wollen anteasern? Über Dinge müssen wir sicher eine Folge machen. Vielleicht unsere nächste Folge. Wie heisst es? Vampire Survivors. Ah ja. Das hat die absolut Bock. Da können wir auch, vor allem, das müssen wir nicht so eine Marathon-Folge machen, klein, aber gut. Und das andere wäre Dave the Diver. Hey, absolut. Gell? Das muss ich auch noch ein bisschen weiterspielen. Ja, Dave the Diver kommt nach dem 26. Oktober bei mir. Was ist denn? Ist die Switch-Version gekommen, oder? Ja, ich warte auf der Switch und dort weiterzocken. Ah. Das ist so ein gemütliches Aufgehen. Sehr gut, sehr gut. Und einfach 1000 Mal kannst du wiederholen und das hole ich mir. Das ist einfach geil. Entschuldigung, ich liebe das Game.
Das ist so gut. Absolut, es ist voll launig. Ja. Das stimmt. Ja, nein, da denke ich auch. Da können wir mit dem noch schön warten. Da habe ich dann noch Zeit, um das weiterspielen oder vielleicht bis dann sogar auch durchspielen kann. Mhm. Keine Ahnung, wie weit ich fortschrittstechnisch bin. Aber ich glaube, ich habe schon noch ein gutes Stückchen vor mir. Das sieht noch nicht nach Ende aus. Ja. Ich glaube, bei mir sieht es nicht einmal nach Anfang. Ja, dann denke ich, beenden wir es da. Ja. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Baba. Thank you.
You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life, and then live.